Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem React-Video. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen und ich war unglaublich stolz, wo ich das gesehen habe. Gestern Abend auf der Xbox PK von der E3 Pressekonferenz. Auf der E3 oder Xbox Pressekonferenz bzw. Microsoft Pressekonferenz wurde angekündigt, Life is Strange 2, Before the Storm, und man kann sich jetzt schon die Pre-Order sozusagen sichern. Und ich habe den ersten Teil ja schon zweimal durchgespielt, weil es da zwei verschiedene Enden gab. Ich spiele den aber auch nochmal zu Ende, und zwar für euch hier auf YouTube, sodass wir dann im zweiten Teil voll durchstarten. Denn ich habe, glaube ich, nur bis zu Episode 3 auf meinem Kanal veröffentlicht. 4 und 5 sind noch nicht drauf. Dazu werden in den nächsten Zeiten noch ein paar Livestreams kommen. Und mal sehen, wie es wird. Ich schaue mir auf jeden Fall jetzt den Trailer an. Ich habe mir den gestern Abend angeschaut. Ich habe jetzt einen 11-Stunden-Marathon hinter mir von den Streams von der E3. Den beiden großen YouTuber angeguckt auf Twitch, und die haben dazwischen noch ein bisschen Bullshit gemacht und Spiele gespielt, anderes Kram, und hab jetzt, also es ist aktuelle Ortszeit 7.20 Uhr, vormittags am Montag, den heute ist der 12. Juni 2017, und vor guten 7 Stunden kam dazu auch erste Reacts bzw. Videos hier auf YouTube. Jetzt bin ich mal an der Reihe und wir schauen uns den jetzt nochmal an. Vielleicht habe ich ein paar Stellen übersehen und ihr könnt live dabei sein. So, ich klicke auf den Button. Geladen ist es schon. Zack. Ich nehme jetzt mal ganz kurz ein bisschen die Stimmung. Im Hintergrund wird ja wieder mein Lied gespielt, was ich auch mal wieder sehr schön finde. Und in dem Lied wird ja gesungen, I feel none, also ich fühle nichts, in Kingdom, also im Königreich. Kann das sein, dass sie so ein bisschen in sich gerade vertieft ist? Also es geht hier definitiv um Chloe, das sieht man ja auch schon. Und die Episode, beziehungsweise das Spiel, heißt sie jetzt nicht Life is Strange 2, sondern Life is Strange Before the Storm. Also bevor dort irgendein Sturm auftritt, und ich glaube mal, es ist die Vorgeschichte von Chloe. Und das wird wirklich sehr interessant werden. Aber wir gucken mal weiter an. I feel numb in this kingdom. Also, da war gerade ein Zug zu sehen und höchstwahrscheinlich Chloe ihr Vater, denn man konnte ja schon aus dem ersten Teil, war das glaube ich in Episode 2, genau, Episode 2, da ist man ja sozusagen der Zeit richtig zurückgesprungen, wo Chloe und den anderen schon wieder vergessen. Das ist ja jetzt perfektes Timing. Wo die zwei auf jeden Fall richtig jung waren und da zusammen gespielt haben, und da verhindert man ja, dass der Vater stirbt. Und das war wahrscheinlich der Moment, wo der Vater ums Leben gekommen ist, wo er Chloes Mutter abgeholt hat von irgendwo.
Das habe ich gestern nicht gesehen, beziehungsweise gehört. Okay. Man findet wahrscheinlich raus, was mit Rachel Amber geschehen ist. Das wird interessant, meine lieben Freunde, aber ich spanne euch mal nicht auf die Folter. Wir gucken mal weiter an. Genau. Das war's, meine lieben Freunde. Ja. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es ihr fandet, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Also ich werde mir auf jeden Fall mal versuchen, die Pre-Order zu schnappen und das für euch so schnell wie möglich mal am Mann zu bringen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich bin sehr überwältigt. Also, wir fassen nochmal zusammen. Erstens, Vorgeschichte von Chloe finde ich wirklich sehr interessant. Man findet wahrscheinlich heraus, wie ihr Vater jetzt wirklich gestorben ist, auch vom Bildlichen. Man hat es ja vorher nicht wirklich gesehen, sondern nur einschätzen können. Also, man wusste es, aber man hat es nicht gesehen, wie. So. Dann ein paar andere Dinge. Sie war wieder auf einer Party. Hat sich wieder mit dem Drogendealer, dort, was heißt wieder? Das ist ja eigentlich die Vorgeschichte. Sozusagen müsste man ja rausfinden können, wie das Ganze angefangen hat. Das ist gut möglich. Das ist gut möglich. Eben die Sache mit dem Zug, wo der Vater stirbt. Vielleicht kann man da wieder irgendwas drehen, das mit den Vorwand oder irgendwas. Vielleicht kann die Chloe ja auch in der Zeit springen. Das hat man jetzt nicht gesehen im Trailer, dass sie springen kann. Das wäre sehr interessant zu wissen, weil dann weiß man. Ja, vieles mehr. Eigentlich gar nichts. Im späteren Verlauf, also beziehungsweise im ersten Teil, weiß man das ja auch nicht, dass die Chloe springen kann. Auch vielleicht ist Chloe deswegen ans Bett gefesselt. Weil irgendwas passiert. Moment. Das könnte man auch herausfinden in diesem Teil. Oder sie werden uns auf die Folter spannen und noch einen dritten Teil nächstes Jahr veranstalten. Das wäre super. Oder sogar noch zeitiger. Aber ich glaube, nächstes Jahr oder wenn sogar übernächstes Jahr. Was auch eine Veränderung ist, es gibt nur drei Episoden, sehe ich hier. Teil 1 hatte 5. Ich weiß nicht, ob die drei Episoden von der Länge her länger sind. Ob da mehr drinne sind, wahrscheinlich auch mehr Entscheidungen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es auch mehr als zwei Enden oder es gibt wirklich nur ein Ende. Aber ich glaube, das Spiel ist schon so aufgebaut, dass es mehr als ein Ende gibt. Okay, meine lieben Freunde. Das war's hierzu. Schreibt mal eure Reaktion auf den Trailer von Life is Strange 2 Before the Storm in die Kommentare und vielleicht auch mal eine Einschätzung, wie ihr dieses Video fandet, ob ich sowas mal öfters machen soll von Trailern oder von sämtlichen anderen Kram, den ihr mir zusenden könnt. Und zwar auf meine E-Mail. Und zwar ist das die sman.wettervorhersage at gmail.com. Steht in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Cedric. Und hier oben seht ihr noch einen Pullover, den habe ich mir zugelegt im Januar 2017. Und zwar ist da hier der Schriftzug Cedric Aesius und unten drunter Südesmeraldisches Fernsehen Crew.
So, den hatte ich angehabt bei der DreamHack, wo ich mit dem Philipp in Leipzig war. Vielleicht wusstet ihr es, vielleicht noch nicht. Ich wollte ihn auf jeden Fall hier mal zeigen. Habe ich hier mal aufgehangen, ja, oben auf meinem Regal. Ja, meine lieben Freunde, dann wünsche ich euch noch einen guten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.